Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich muss erstmal meine Brille aufsetzen. Ich habe euch ja vorhin, oder na, die letzten Tage, ich weiß nicht, wann ich dazu komme, dieses Video jetzt zu bearbeiten, habe ich ja schon mal eine Info gemacht, weil viele ja Klamotten wollten, mit meinem Logo. Und ich habe mich jetzt mit meinem Spezi hier, mit dem Andy zusammengesetzt und ich kann euch ja schon mal so einen Vorentwurf zeigen. Also so sieht es in farbig aus und so sieht es dann halt auf dem T-Shirt aus. Also so, hat er dann halt alles so bearbeitet, dass es halt in weiß ist, dass es halt schön so wie bei den anderen T-Shirts ist, weil die wolltet ihr auch so in etwa haben. Und vorne halt groß mein Logo drauf. Ja. Und wir haben auch schon mal so pro forma so eine kleine Versandliste gemacht, weil ich habe euch ja gesagt, ich möchte nicht damit irgendwie reingezogen werden, ich möchte einfach, dass das alles bei Andy läuft. Er verschickt es, er macht es für euch und alle drum und dran. Der ist auch so kulant, ich habe auch gefragt, wie es aussieht, druck mir mal dit und jenes und hast den nicht gesehen, da könnt ihr halt mit dem kontaktieren und der macht das denn. Also ich bin auch gerade beim Aufbauen seiner Facebook-Seite und so. Das kommt auch alles in den nächsten Tagen. Und dann könnt ihr da einfach anrufen und dann macht er euch das und verschickt euch das auch. So, aber jetzt mal zu meinen Shirts. Also das Shirt, ich werde euch das Shirt auch gleich zeigen. Das Shirt kostet 22,90 Euro inklusive Versand. Also der Versand ist da schon drin. Pulli ohne Kapuze. 40,90 Euro, Pulli mit Kapuze 42,90 Euro. Jetzt hat sich der Andy aber noch was Geiles einfallen lassen. Wenn ihr natürlich, weil viele haben, wollen ja dann vielleicht zwei haben, ja, zwei T-Shirts oder zwei Pullis oder so, weil wenn eins dreckig ist, was macht man denn? Ist dreckig, hat man nichts zum Anziehen. So. Alle Farben hoch, wa? Ja, alle Farben hoch. Also Farbe ist von den Pullis, Farben ist egal. Wenn ihr zwei Shirts kauft, kostet das Shirt nicht mehr 22,90 Euro, sondern nur 20 Euro und Versand braucht er gar nicht bezahlen. Also zahlt er dann praktisch 40 Euro, habt zwei Shirts ohne Versand. Der entfällt dann. Bei Pullovern, ob mit oder ohne Kapuze, sind wir dann grundsätzlich bei 40 Euro. Also 40 Euro pro Ding seid ihr bei 80 Euro, was ihr zahlt und Versand braucht er nicht bezahlen und er kommt dann zu euch nach Hause. Ich kann euch das nochmal zeigen. Und dann habe ich noch was Geiles. Das habe ich schon an. Ja. So, da ist mein Logo. Das ist ja nicht so wild so. Logo auf einer Jacke, aber passt auf hier. Wartet mal. Halt mal mein Mikrofon. So, ich hoffe, das seht ihr jetzt vernünftig hinten. Das ist wie auf dem T-Shirt. Und jetzt kommt noch was Geiles. Sieht man sie? Da ist mein Auge. Seht ihr mein Auge? Ja, das ist so hoch kann. Mit hier oben. Und wenn man das so macht, dann sieht man es da auch so ein bisschen. Ist das geil oder ist das geil? Danke, Andy. Ja, und der Andy, der hat auch noch eine eigene Marke. Das ist hier Moi Toi Zoi. Das hast du übersetzt. Wie heißt das denn nochmal? Das heißt übersetzt, das Moi und Toi heißt im Französischen Ich und Du und das Zoi heißt im Griechischen Leben, also mein und dein Leben. Also Moi heißt Moi und das Toi, das heißt im Ich und Du und das andere heißt Leben. Dein Leben. Genau, Leben. Leben, dein Leben oder Leben. Der hat auch selber Klamotten noch. Hier zum Beispiel so eine Kappe oder so. Ja, könnt ihr dann alles bei ihm auch ordern. Müsst ihr mal reingucken. Ich werde auch die Webseite von Moi Toi, bei Moi Toi Zoi sind auch die Bilder von den Klamotten drin, oder? Ja. Die werde ich euch auch mal unten in die Videobeschreibung hauen. Müssen wir alles noch aktualisieren, aber könnt ihr mal reingucken und dann findet da so ein bisschen was und ja, da könnt ihr euch mal so ein bisschen angucken. Das ist alles so im Techno-Style gehalten, war so. Underground ist nicht meine Musik, ihr wisst, was ich höre. Nee. Hardrock. Metal. So, hier seht ihr das, Odins Test, Follow Me, schön groß drauf. Ja, hier haben wir denn die Logos jetzt mal seitlich gemacht, also nebeneinander und nicht untereinander. Und da unten meine Webadresse. Ja. Und vorne haben wir das jetzt so gestaltet, das war die Idee vom Andy. Wir haben oben und unten die Striche, die haben wir silber jetzt gemacht. Also ein richtig knalliges Silber, wa? Ja, also das fällt schon auf, also das glänzt. Ich weiß nicht, ob das im Video so rüberkommt. Seht ihr das glänzend? Ja. Und das blaue Auge und mein blauer Schriftzug ist auch da. Ist alles so
wie ich es brauche. Auch schön mit meiner bösen Schrift. Und jetzt passt mal auf, jetzt halte ich euch das Auge mal ein bisschen schräg. Ich hoffe, das sieht man auch vernünftig. Ja, ein bisschen sieht man es. Das kommt hier so hoch. 3D-Druck, wa? 3D-Druck. Das ist ein 3D-Druck, also der kommt, das Weiße, das Silberne nicht und das Blaue auch nicht, aber das Weiße, das ist so 3D. So, doch, seht ihr, jetzt seht ihr so ein bisschen, dass jetzt hier so, also ich mache das nicht mit den Finger, das ist wirklich so. Und das sieht doch echt geil aus, oder? Ja, wir haben jetzt erstmal ein T-Shirt für mich gemacht. Das sieht ein bisschen groß aus. Extra ein bisschen größer gemacht, weil ich ja ein bisschen fetter geworden bin. Ja, aber sieht geil aus. So, das werde ich jetzt auch in den nächsten Videos logischerweise tragen. Und wenn ich jetzt so unterwegs bin, ja, habe ich jetzt hier wie heißt das? Softshell-Jacke. Wurde ich erstmal belehrt, was eine Softshell-Jacke ist. Und ja, die werde ich jetzt demnächst dann in, wenn ich draußen unterwegs bin oder mit einem Auto unterwegs bin, werde ich die dann anziehen. Und kann da auch dann meine Werbung spazieren tragen. Ja, sieht doch geil aus, oder? Also ich finde es geil. Die Jacke, weiß ich jetzt gar nicht, was Andy da gesagt hat, wie teuer die sein wird. Andy? Andy ist weg. Aber ich glaube, irgendwas um die 90 Euro, 100 Euro, ich weiß es nicht genau. Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen umbauen. Und wir wollen noch ein bisschen was machen. Und dann mache ich noch mal einen Schnitt, wenn ich genau weiß, was die Jacke kostet. Und ja, das war's erstmal soweit. Ich hoffe, ihr freut euch. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch. Ich hoffe, freut euch, dass ich jetzt auf euren Wunsch hin halt auch ein paar T-Shirts, ein paar Pullover anbieten kann. Ich bin erstmal kurz weg. Bis gleich. So, da bin ich auch. Und hab nochmal gequatscht. 90 pro Jacke, hat er gesagt. Und ich zeige euch mal was. Muss erstmal hier hinten locker schrauben. So, und da seht ihr praktisch gelb, schwarz, braun, rot, weiß, rosa, orange, hellblau, dunkelblau. Hellblau hat er hier so ja ins Stehen liegen. Das ist jetzt für irgendein, ich weiß jetzt nicht, ich zeig mal lieber nicht die Bedruckung, weil das ist für jemand anders. Und so sieht dann zum Beispiel ein hellblaues aus. Aber auch wenn ihr sagt, ihr wollt ein Fun-Shirt für eure Kinder, Kinder-T-Shirts, Kinderpullover, macht da auch. Ja, wie gesagt, ich habe euch mein T-Shirt gezeigt, das werde ich jetzt demnächst regelmäßig anziehen, Jacke sowieso. Und dann würde ich sagen, dann bin ich jetzt hier erstmal weg. Hoffe, hat euch gefallen. Bis denn, ahoi, sagt euer Odin.